So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute geht es auch relativ schnell, denn es sind eigentlich nur Kursziele oder Korrekturzonen erreicht worden. Neue Setups gibt es im Augenblick noch nicht. Aber kommen wir erstmal kurz auf ja, die asiatischen Märkte wieder zu sprechen. Die habe ich hier. Der Hang Seng hat sich jetzt hier von dem Widerstandsband nach oben abgesetzt und könnte jetzt eben hier Richtung 22.200 erstmal tendieren und dann eben diese Bewegung machen. Eine Position läuft hier immer noch von hier unten. Der Nikkei kommt heute hier an die Stop-Buy-Marke ran. Auf Tagesschlussbasis hat er es eben nicht geschafft. Hier wird weiter eher dann diese Variante eben bevorzugt, was er auch hier vorgesehen hat, einen kurzen Ausbruch darüber und dann Rücklauf. Wäre jetzt für mich auch hier eben viel schöner, um dort einzusteigen, den Ausbruch in der laufenden Bewegung ja, mitzunehmen, ist viel zu riskant. Also das ist jetzt einfach nur, wäre hier halt aktiviert, um dann aber trotzdem hier unten einzusteigen und dann das Kursziel zu erreichen, aber nicht jetzt hier in der laufenden ja, Rallye-Bewegung hier einzusteigen, das wäre ja wirklich zu riskant. Das gestern vorgestellte Pfund japanische Yen Setup, wie man hier sieht, direkt aufgegangen bis zum ersten Kursziel. Mein schöner geht es gar nicht, direkter Ausbruch. Dann wieder heranlaufen an den EMA 200. Und wenn es jetzt hier darüber gehen sollte, über die 142, 142, 50, dann kann sich hier das eben. Die Bewegung noch mal drauf satteln, also könnte auch eben schon bei 145 dann vielleicht zu Ende sein. Aber hier sollte man definitiv nicht mehr ins Minus natürlich geraten. Welches Setup nicht aktiviert worden ist, aber das dann doch in die gewünschte Richtung ging, weil das Kauflimit hier wegen ja, 50, 60 Cent nicht erreicht worden ist bei der Netflix-Aktie. Die habe ich jetzt gestern nicht mehr vorgestellt, wie gesagt, weil eben das Kauflimit nicht erreicht worden ist. Da hat jetzt hier, ist zwar wie gewünscht, das Tief hier unterschritten worden, aber wie gesagt, nicht ganz diese Trend, die Unterkante des Trendkanals eben angelaufen. Muss man mal beobachten, vielleicht kommt da nochmal etwas zurück, der Wert. Dann kommen wir noch zu Silber und zum Gold. Gold hat ja hier schon gestern exakt den EMA 200 hier angelaufen und in die Kaufzone eingedrungen. Silber hat in der Nacht nochmal kurz korrigiert, hat ein Tief bei 1922 markiert. Und steht aktuell bei 1942 und damit ist das zweite Kauflimit aktivieren. Wenn ich jetzt hier den oberen Chart, den hatte ich eben damals auch eingezeichnet bzw. halt veröffentlicht, da war eben hier noch, wäre noch ein Stück tiefer unter dieses Tief hätte es gehen sollen. Man muss hier eben auch schauen, das untere ist ja. Das dritte Kauflimit ist hier zwar auch drinnen, aber wie gesagt, diese starke Bewegung muss nicht unbedingt jetzt hier nach unten korrigiert werden. Es kann eben auch jetzt genau hier schon beim zweiten Kauflimit eben zu Ende sein. Beim DAX schauen wir kurz die Indikation an. Gibt jetzt hier ein Stück nach. Im Hoch hat er fast schon exakt die 10.200 Punkte erreicht und damit auch jetzt hier das obere Kursziel, was jetzt hier bei 10.213 genannt worden ist. Hier ist noch die Gap-Unterkante und eben der
Trendkanal verläuft hier. Geht es jetzt hier natürlich dynamisch drüber, dann ist, ja, kann es eigentlich auch direkt, also über 10.300 dürfte es dann direkt natürlich gehen, ja. Hier ist noch die, das andere Gap würde bei 10.250 liegen und noch das Vorgängerhoch 10.340. Der nächste Wochenwiderstand würde bei 10.430 liegen. Aber auch hier ist erstmal alles so gelaufen wie eingezeichnet. Deshalb gibt es jetzt erstmal hier keine neuen Setups. Da war aber noch ein anderes Währungspaar-Setup. Der Euro gegenüber australischer Dollar war hier nochmal präferiert gewesen. Anstieg, jetzt hat er hier ja, ein neues Hoch gemacht und kam nicht drüber. Also wer jetzt hier investiert ist, definitiv sollte man hier nicht mehr in den Verlust kommen, da eigentlich die erste Bewegung, die zweite stattgefunden hat mit dem neuen Hoch. Allerdings halt nicht ganz darüber rausgeschossen. Hier ist man, wer hier in der Zone eingestiegen ist, liegt auch im Plus. Allerdings, wie jetzt gestern ja auch schon erwähnt, fehlte hier die Dynamik. Muss jeder selber entscheiden, wo und was er mit diesem Wert macht. Also bislang ja, hätte hier einfach dynamisch nach oben gehen sollen, dann wäre es natürlich schöner gewesen. So kann ich jetzt direkt aus den Bewegungen auch nichts Großes mehr sehen. So, das war's. Jetzt geht es ja dann los mit dem Live Trading TV bei dem Webinar von Chris Kämmerer und Heiko Behrendt. Wünsche da allen viel Spaß und bis morgen oder bis später dann hier.